wie du endlich die Liebesbeziehung bekommst, die du wirklich haben möchtest. Wir alle träumen von einer Liebesbeziehung mit totaler Anerkennung, Liebe, Rückhalt, Unterstützung, Wertschätzung. Alles, was wir uns in unserem Traum wünschen, ist möglich. Nur der Schlüssel dazu bist du. Für meine Liebesbeziehung bin der Schlüssel ich. Es ist der einzige Weg, dass ich die Person bin, mit der ich leben möchte, mit der ich lieben möchte. Und meine einzige Aufgabe ist, mich zu dieser Person zu machen, die ich liebe, die ich ehre, die ich wertschätze, die ich unterstütze, für die ich da bin. Und das hört sich im ersten Moment so einfach an. Aber wenn du in deinem Partner oder in deinem vergangenen Partner, wenn du jetzt gerade Single bist, diese Person nicht sehen kannst, dann bist du selbst noch nicht die Person. Neville Goddard sagt, everyone is you pushed out. Und das heißt, du siehst in jedem Menschen nur das, was du in dir selber auch sehen kannst. Wenn du jetzt hier noch Zweifel an dir selber hast, an deinem Selbstwert, an deiner Selbstliebe, an deinem Selbstcommitment, an deiner Selbsthingabe, dann wird sich dieser Zweifel im Außen, in der von dir auserkorenen, speziellen Liebesperson zeigen. Das ist das Gesetz der Energie. Du kannst nur im Außen das sehen, was du im Innen bist. Du hast einfach nur deine Welt, deine Ansichten, deine Überzeugungen, deine Rückschlüsse und deine Annahmen. Wenn du jetzt im Außen jemanden siehst, wo du denkst, der ist nicht liebevoll, der ist nicht unterstützend, der mag mich nicht, liebt mich nicht so auf diese Art und Weise, wie ich geliebt werden will, dann heißt es nur, dass du dich selber noch nicht so wertschätzt, noch nicht so liebst, dir selber noch nicht so committed bist, wie du es gerne hättest, dass ein anderer das tut. Und das ist das Gesetz der Energie. Energie ist Manifestation und dieses Gesetz kannst du nicht brechen. Jeder kleinste Selbstzweifel, jeder kleinste Selbstwerteinbruch, jeder kleinste Kompromiss, den du eingehst, weil du nicht glaubst, dass du es wert bist, all das zu haben, was du möchtest, als all das gesehen zu werden, angenommen zu werden, anerkannt zu werden, als dass du anerkannt und gesehen werden möchtest, muss dir im Außen gezeigt werden. Und der allerbeste Spiegel ist nun mal ein Liebespartner. Ein Liebespartner, eine Liebesbeziehung mit einem Liebespartner zeigt dir kompromisslos, wer du glaubst, dass du bist. Und es ist nicht zu brechen. Wenn ich keine Liebesbeziehung habe, wenn ich keine Anerkennung habe, wenn ich keine Wertschätzung habe, dann liegt es daran, dass ich für mich noch nicht in diesem Ausmaß die Liebe, die Anerkennung und die Wertschätzung habe. Und wie komme ich dazu, dass ich mich selber in diesem Ausmaß wertschätze, liebe und anerkenne, wie ich möchte, dass das Außen es tut? Weil das Außen ist ja nicht nur der Liebespartner, das Außen sind ja auch deine Kunden, deine Mitarbeiter, all deine sozialen Kontakte sind Spiegel deiner selbst. Und wenn da immer noch irgendwo Zweifel sind, dass du tatsächlich so sein kannst und anerkannt wirst, wie du sein möchtest, wenn da wirklich noch Ängste sind,
dass du vielleicht nicht alles sagen kannst, dass du vielleicht Kompromisse machen musst, dass du nicht alles verlangen darfst, was du möchtest, dann wird es so sein. Dann wird dir das Außen spiegeln, dass da Grenzen sind. Dass da Grenzen sind an Liebe für dich, dass da Grenzen sind an Wertschätzung für dich, dass da Grenzen sind an allem, dann ist es begrenzt. Und wenn du siehst, dass da Grenzen sind, dann glaubst du, dass du Kompromisse innerhalb von diesen Grenzen eingehen musst. Aber diese Grenzen hast du alle selber gebaut. Weil in unserem energetischen Universum sind keine Grenzen vorhanden. Unsere Energie kann sich bis in die Unendlichkeit ausdehnen. Die Begrenzungen sind nur in unserem Geiste, in unserem Denken, in unseren Vorstellungen, in unseren Annahmen, in unseren Rückschlüssen und in unseren Ängsten. Unsere Ängste sind unsere Grenzen. Unsere Ängste sagen uns, das solltest du vielleicht nicht sagen, das solltest du vielleicht nicht wollen, da wolltest du vielleicht mal wieder zu viel, da bist du zu direkt gewesen, da bist du zu fordernd gewesen, da bist du, was weiß ich nicht was. Diese ganzen Ängste, die sagen uns nur, du bist falsch, du bist verkehrt, du sollst nicht, du dürftest nicht, es ist nicht für dich, es steht dir nicht zu. Und diese Ängste sind einfach aus unserem Verstand, aus unserem Ego, aus unseren Denkweisen entstanden. Daher kommen die. Was wir mal erlebt haben, was wir mal gehört haben, was uns Leute mal gesagt haben, was wir uns selber zusammengeschustert haben. Ja, da war ich zu laut und hat er sich zurückgezogen und wie ich das gesagt habe, da habe ich keine Antwort bekommen und so weiter und so fort. Unser Verstand analysiert all diese Zusammenhänge und dann kriegen wir Angst, nochmal so zu sein, nochmal so zu wollen, nochmal so aufzutreten, dann machen wir das nicht mehr. Dann machen wir uns klein, dann unterdrücken wir uns. Dann lassen wir uns nicht so sein, wie wir wirklich sein wollen. Aber nur weil diese Ängste, diese Ego-Ängste uns all das sagen, bleiben wir in dieser Energie. Weil wir nie verstanden haben, dass es nicht darum ging, was wir jemals gesagt haben, was wir jemals wollten, was wir uns jemals erhofft haben, sondern es ging nur darum, was ich glaubte, wer ich bin. Ob ich glaubte, dass das, was ich wollte, für mich ist. Oder ob ich glaubte, dass das, was ich wollte, vielleicht gar nicht für mich ist oder der andere mir nicht geben wollte oder mir nicht zusteht. Darum ging es. Es ging nicht darum, dass ich gesagt habe, dass ich es haben will. Es ging auch nicht darum, dass ich meine Wünsche klar ausgesprochen habe. Es ging nur darum, dass ich nicht glaubte, dass die Wünsche für mich sind. Dass ich nicht glaubte, dass mir die Wünsche gegeben werden. Egal von wem auch immer. Wenn ich nicht glaube, dass mein Partner will das, was ich auch will und immer wieder hoffe und denke, wie kann ich ihn nur überzeugen? Wie kriege ich ihn dazu, dass er das macht? Wie kriege ich ihn dazu, dass er mich beachtet? Wie kriege ich ihn dazu, dass er, was auch immer ich mir vorstelle, dass er sich so verhält? Wenn ich das denke, dann bin ich jemand, der es nicht verdient hat. Dann muss ich jemanden manipulieren. Dann muss ich jemanden dazu kriegen, so zu sein, sich so zu verhalten, wie ich es gerne hätte. Weil ich nicht glaube, dass es mir zusteht. Weil ich glaube, dass es schwierig ist, es zu haben. Weil ich glaube, dass ich fehlerhaft bin. Und deswegen habe ich Angst. Deswegen habe ich kein Selbstvertrauen. Deswegen habe ich Selbstzweifel. Deswegen habe ich Unsicherheiten. Und genau diese Energetics, die kann ich nicht brechen. Die wirkt und wirkt und manifestiert und manifestiert. Ich kann sie nur verändern, indem ich mich verändere, indem ich weiß, wer ich bin, was mir alles zusteht, was für mich gedacht ist, aus diesem unendlichen Universum, das alles für mich gedacht ist,
dass alle Liebe für mich gedacht ist, dass alle Reichtum, dass alle Fülle, dass alle Unterstützung, dass alle Schönheit, die ich mir nur vorstellen kann, dass das alles für mich gedacht ist. Und dazu muss ich eben genau diese Ängste brechen, genau diese Blockaden, genau diese Hindernisse. Und um sie zu brechen, muss ich sie sehen, ich muss sie erkennen, ich muss wissen, was für Energien in mir herrschen, damit ich sie verändern kann. Und es geht nicht darum, dass ich irgendetwas anders machen, sagen muss oder denken muss. Ich muss nur etwas anderes über mich glauben. Glauben, wissen, tief, tief wissen. Nicht hoffen, nicht annehmen, nicht probieren, nicht manipulieren, nicht bewirken wollen, sondern sein. Und dann, wenn ich die bin, die ich im Außen sehen will, das heißt nicht, wenn ich das tue oder das liefere oder das leiste, sondern wenn ich das verkörpere, wenn ich das verkörpere, wenn ich diese Person verkörpere, die ich treffen möchte, die ich in meinem Leben haben möchte, mit der ich leben möchte, dann kann ich sie im Außen sehen. Und wie komme ich zu dieser Verkörperung? Indem ich es tief spüre. Indem ich es so tief spüre, dass es keine andere Wahrheit gibt. Indem ich so tief spüre, wie wertvoll ich bin. Indem ich so tief spüre, wie sehr ich das Allerbeste und noch mehr davon verdient habe. Und aufhöre, es versuchen, holen zu wollen, gewinnen zu wollen, ergreifen zu wollen, erschaffen zu wollen, sondern weil ich es habe. Neville Goddard nennt das Living in the End. Living in the End, ich bin schon die, ich bin jetzt schon die, weil Zeit ist kein Faktor. Form, also das heißt mein Aussehen, irgendetwas Manifestes, äußere Umstände, äußere Situationen, all das ist Form, die sich schon manifestiert hat. Absolut irrelevant. Absolut 100% irrelevant. Jeder Moment kann alles verändern. Jeder Moment verändert alles. Nur wenn du von Moment zu Moment springst, dann verändert sich eben alles wieder. Kurz in die eine Richtung, in die andere Richtung, in die eine Richtung und in die andere Richtung. Und hier diese Energetics so zu generieren und so zu halten, das ist ein mentales Spiel. Ein mentales Spiel, wo du Einsichten und Erkenntnisse haben musst, die dich bei diesem mentalen Spiel genau so unterstützen, dass du diese Energie generierst und kreierst, die du haben willst. Und dieses mentale Spiel, auf das musst du dich einlassen. Und um dich auf dieses mentale Spiel einzulassen, musst du dich loslösen von dem, was ist im Außen, von dem, was mal war im Außen und neu sein, neu. Und zwar die neue Person, mit der du leben willst. Die Person, mit der du dein Leben teilen möchtest, die Person, von der du geliebt werden möchtest und die du lieben möchtest. Es ist ein Ego-Spiel. Das ist ein Ego-Spiel in dir selber, wo du deinem Ego die Energetics beibringst, die deinem göttlichen Design entspricht. Und in diesem Moment hat sich das Ego aufgelöst. In diesem Moment, wenn du das geschafft hast, haben sich deine Ängste aufgelöst. In diesem Moment, wo sich deine Ängste aufgelöst haben, kommt Selbstsicherheit, Selbstwert, dieses Divine Design, Selbstverständnis in dein ganzes System. Und dann wirst du diesen Ausdruck deines Divine Design Selbstverständnisses im Außen, in deiner Liebesbeziehung, in allen anderen Beziehungen, in allen anderen Manifestationen deines Lebens sehen. Und das ist der Weg. Im Moment gibt es ein wunderbares Programm, das dich auf diesem Weg begleitet. Das heißt Level Up.
Wir haben Stufe 1 hinter uns. Stufe 2 fängt an am 24. April. Du kannst dabei sein. Stufe 1 sind 4 Module in Aufzeichnung. Die bekommst du sofort bei der Anmeldung. Da wirst du schon sehr, sehr tief gehen. Und dann arbeiten wir zusammen. 4 Wochen lang. Level up, level up, level up. Und dieses Level up passiert nur, wenn du diese tief verankerten Blockaden und Ängste löst. Und um etwas lösen zu können, muss ich es sehen. Es ist fertig mit im Dunkeln tappen, mit so ein bisschen vielleicht und ja, das könnte ja das sein, Ursachenforschung, das brauchen wir nicht. Die Ängste, die du hast, die sind da. Jeden Tag, jeden Moment. Nur sind sie so mit Scham abgedeckelt, dass du nicht hinkommst. Und das Einzige, was wir tun, ist, wir nehmen die Scham weg und die Angst kann sich zeigen und du kannst sie transformieren. Das ist der Weg, das ist der Prozess. Solange da noch irgendwelche Scham ist, und wir sind so voll auf Scham, so voll mit Scham, weil diese Ängste sich ja nicht zeigen wollen, weil wenn sie sich zeigen, können sie nicht mehr im Untergrund wirken. Die Energie der Angst kann nicht mehr wirken. In dem Moment, wo sie aufgedeckt worden ist, wo sie ans Licht gebracht worden ist. Und sobald diese Sachen ans Licht gebracht werden, halten sie dich nicht mehr unten, sondern sie lassen dich los und du wirst leicht. Und dieses Gefühl des Leichtseins, des Freiseins, das ist das, was du dir letztendlich wirklich wünschst. Und das wünschst du dir in deiner Beziehung, das wünschst du dir in deinem ganzen Leben, das wünschst du dir in deinem Business und du kannst es generieren. Aber nur indem du dich loslöst von diesen unterdrückenden, einschränkenden Ängsten und Blockaden.